Herzlich willkommen zu Part 4 von Let's Play The Sims 3 Legacy Challenge. Wir sind hier zurück bei Ellie Baker und im letzten Part haben wir am Ende Besuch von Zombies bekommen und dieser junge Mann hier hat sich noch dazu gesellt. Es waren ja schon zwei Zombies und ja, er hat sich dann einfach noch neben meinem Bett aufgetan und jetzt ist er gerade dabei, meinen wunderschönen Garten zu zerfressen. Ich würde ihm am liebsten in seinen Hintern treten, aber das geht leider nicht. Naja, auf jeden Fall regnet es in Strömen. Oh, ein Regenbogen. Cool. Naja, es regnet in Strömen. Im echten Leben schneit es gerade. Ich freue mich mega. Ich liebe das. Oh mein Gott, das ist ja schon richtig weiß draußen. Oh, wie schön. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es bei euch auch schon geschneit hat und ob ihr Schnee mögt. Also ich mag Schnee, wenn er schön aussieht und sich schön anfühlt. Ich mag Schnee nur nicht, wenn er so matschig ist. Das finde ich eklig. So. Falls ich zwischendurch kleine Pausen brauche oder so, ich werde immer kränker irgendwie. Keine Ahnung, mich hat es jetzt ein bisschen erwischt. Also ich habe ein bisschen Husten, aber das sollte uns jetzt nicht weiter stören. Ellie ist gerade aufgewacht und ich habe die Benachrichtigung bekommen, dass heute Musetag ist. Deswegen habe ich sie natürlich ausschlafen lassen. Das heißt, sie hat bis 9 Uhr, 8.30 Uhr geschlafen. Hervorragend. Ah, ich schlafe auch mal so. Und ja, im letzten Part habe ich ja unseren Simo in der Stadt platziert und dann habe ich euch gefragt, wie ihr es fändet, wenn wir mit ihm anbändeln würden. Und ich glaube, 98% der Kommentare waren, ja, oh mein Gott, nimm ihn, er ist so süß und die passen so gut zusammen. Und die meisten haben auch geschrieben, dass wir ihn Simon nennen sollen. Ihr habt auch noch viele andere Namensvorschläge geschrieben. Aber ich finde, Simon passt einfach am besten. Und deswegen werden wir das dann gleich machen. Ich würde sagen, dass wir ihn gleich einfach mal aufsuchen werden. Ich hoffe, dass wir ihn auf Anhieb finden. Das ist ja immer so eine Sache bei Sims 3. Und ja, erstmal möchte ich, dass sie jetzt mal eben hier das verdorbene Essen ausräumt, weil das ist ein bisschen eklig, ne? Und ich hoffe, dass es gleich aufhört zu regnen. Und ich hoffe auch, dass dieser Kack-Zombie hier mal abhaut. Ich weiß nicht, was er möchte. Ich meine, der Mond ist schon lange weg. Guckt ihn euch an. Jetzt geh einfach nach Hause. Ja, tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Ich hoffe, meine Pflanzen sind jetzt nicht kaputt. Sind sie jetzt gestorben? Vertrocknet. Kann ich sie noch retten? Oh, nee, kann ich nicht. Schade. Naja, okay. Und dann kann sie jetzt mal eben hier aufs Klö... Nein, aufs Klöchen gehen. Und mal eben duschen. Und dann sind wir bereit für den Tag. Der Regen ist ein bisschen laut, oder bilde ich mir das ein? I don't know. Okay, wer kommt denn da? Aha, der Briefträger. Muss ich eigentlich mal Rechnung bezahlen? Mein Herz. 43 Simoleons. Kann sie nicht auf Toilette gehen? Oh, weil sie auf unserem Grundstück war. Deswegen kann sie nicht auf Toilette gehen. Oh nein. Ja, okay. Wir brauchen definitiv noch ein bisschen Geld, damit wir das Haus endlich mal schließen können. Damit sie ihre Privatsphäre ein bisschen wahren kann. Ich meine, ich kann sie verstehen. Ich würde auch nicht vor aller Welt pinkeln wollen. Mir hat auch jemand geschrieben, dass ich dieses 3-in-1 Badezimmer von Inselparadies kaufen soll. Wo ist es denn jetzt? Bin ich blöd? Da. Aber wie ihr seht, ist das absolut teuer. Es kostet 4.500 Simoleons und die haben wir nun gerade wirklich nicht. Aber ansonsten ist das keine schlechte Idee, wenn man wenig Platz hat. Aber wie gesagt, es ist sehr teuer. Es ist schon wirklich sehr teuer. Naja, wir werden ja hoffentlich weiter an unserem Geld arbeiten. Heute werden wir ja dann nichts bekommen, weil... oh, jetzt ist auch noch die Toilette kaputt. Weil Musetag ist, aber vielleicht finden wir ja nochmal ein paar Blümchen oder so. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht können wir auch nochmal ein bisschen malen. Aber in erster Linie will ich mich heute mit Simon anfreunden. Damit wir das Ganze mal ins Rollen bringen können und er wird ja dann auch Geld verdienen und ich bin gespannt, was er so für ein Typ ist, was er für Merkmale hat und so, weil die habe ich mir auch alle noch nicht angeschaut. Ich hoffe, er ist nicht so ein Partylöwe oder so, das wäre echt blöd, weil wir müssen da die ganze Generation ja mit ihm spielen und naja, wenn er dann so ein Partylöwe wäre, das passt ja irgendwie nicht ganz so gut. Ich meine, er könnte ja ab und zu dann Party machen gehen, das wäre jetzt nicht so schlimm, aber naja, wir bezahlen jetzt mal eben hier die Rechnungen, nehmen die Post, vielleicht hat uns ja irgendwer was geschickt und dann schauen wir gleich mal bei Simon vorbei
Und ihr habt mir auch geschrieben, dass ihr es voll cool findet, wenn, also ich habe einen Kommentar gelesen, wo es stand, wenn wir diesmal nicht ganz so viele Kinder immer machen würden und dafür dann halt immer individueller an den arbeiten würden. Und das sehe ich genauso, das möchte ich diesmal auch. Sage ich immer am Anfang eines Let's Plays und am Ende bin ich mit 5 Kindern unterwegs. Aber ich gebe mein Bestes, dass wir wirklich vielleicht nur so 2, 3 Kinder haben und die dann halt in ihren Fähigkeiten total fördern und ich meine, in dieser Challenge geht es ja auch darum, dass sie möglichst erfolgreich werden. Okay, sie hat eine Post von Kara erhalten. Ich glaube, das ist sogar ihre Arbeitskollegin. Ich habe an dich gedacht und war der Meinung, dies könnte dir gefallen. Ruf mich an. Wir haben ein Poster, glaube ich, ist es bekommen. Von der Schicksal ist ein mieser Verräter. Oh nein. Okay, man sieht es nicht mal. Was ist das denn? Wie viel kriegen wir dafür? 5 Simoleons. Wow. Okay, ist das eh irgendwie verbuggt, dann verkaufe ich es jetzt einfach. Ich habe wenigstens 5 Simoleons dafür. Uaui. Wo willst du jetzt hinlaufen? Gute. Was machst du? Säubern. Nee, haben wir jetzt keine Zeit für. Wir werden jetzt mal hier. Oh Mann, wo ist er denn? Simon ist gerade nicht da. Dann gehen wir jetzt mal. Ist doch das Sommerfest, oder? Ich hoffe, das Sommerfest ist schon da. Dann gehen wir jetzt einfach mal in die Stadt zum Sommerfest und hoffen, dass er irgendwie da ist. Oder kennen wir ihn? Ach, wir kennen ihn doch auch schon. Wir können ihn ja dann dahin gleich einladen. Sie wünscht sich übrigens auch zum Sommerfest zu gehen. Ich weiß aber gerade nicht, was wir. Oh. Danke, wenn ihr Gesundheit gesagt habt. Ich weiß nämlich, dass viele das immer machen. Das finde ich voll witzig. Naja, hier sind mal wieder kaum Menschen unterwegs in der City. Wie gesagt, ich muss immer noch ein paar Leute platzieren. Habe ich irgendwie immer noch nicht gemacht. Simon ist nicht da. Dann rufen wir ihn einfach mal an und hoffen. Ich kann ihn nicht anrufen. Warum kann ich ihn nicht anrufen? Oh mein Gott. Okay, dann werde ich mal wieder ein bisschen cheaten. Aber ihr seid mir da immer nicht ganz so böse, ne? Wie heißt der denn? Tuon? Oder Toron? Tuon? Ah ja, war richtig. Dann düsen wir jetzt zu ihm. Warum ist er nicht zu Hause? Was habe ich eingegeben? Reset Sim Simo Tuon. So heißt er doch. Ah, jetzt ist er zu Hause. So, und dann düsen wir zu ihm und hoffen, dass er mit uns in Kontakt treten möchte. Und mir hat jemand auch auf Snapchat geschrieben, ob man irgendwo Ellie downloaden kann. Nein. Weil erstens besteht sie nur aus Custom Content, also von des vom Sk Oh mein Gott! Hier müssen wir gleich vorbeischauen. Oh mein Gott, sind das viele Blumen. Das ist so viel Geld. Oh mein Gott, ich freue mich so. Wahrscheinlich war das gerade Simon in seinem Auto. 100 Pro. 100 Pro. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es sowas von. Okay, nochmal. Mann, warum geht das denn nicht? Nein. Warte. Nein, du bleibst hier. So, jetzt ist er da. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe einen Faden verloren. Auf jeden Fall, genau. Sie besteht einfach nur aus Custom Content. Und deswegen würde es einfach keinen Sinn machen, wenn ich sie irgendwo hochladen würde. Weil. Oh, hallo Pferd. weil. Simo, bleib hier. Achso, wir können ihn jetzt erstmal umbenennen. Wie geht es denn? Keine Ahnung. Ich mache es anders. Testing. Cheats enabled. So. Und dann gehen wir hier auf erstellen ein Sim. Und das mit dem in die, also in diesen Exchange da hochladen, hat ja bei mir immer nicht so richtig funktioniert. Also, das habe ich ja damals bei der Harris-Familie auch probiert und ja, es hat nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen, ja, lassen wir das so. Wir nennen jetzt einfach Simon. Den Nachnamen lassen wir jetzt einfach, weil er hat halt einfach asiatische Wurzeln. Und, er wird ja dann eh Baker heißen, sobald er bei Ellie wohnt. Ich guck mal, ob ich ihm vielleicht ein Skin geben kann, weil dadurch sehen Sims manchmal einfach noch ein bisschen. Seht ihr? Bisschen sexier aus. Das ist übrigens mein Lieblingsskin. Ich liebe diesen Skin. Ich finde ihn richtig schön. Ups. Ganz so dunkel vielleicht nicht. Oh, das mag ich. Ich meine, er wird einfach so ein hellhäutiger Sim, ne? Ich möchte ihm aber noch kurz einen Ansatz geben, klein, weil das finde ich sieht dann immer noch ein bisschen
natürlich aus. Oder habe ich ihm schon einen Ansatz gegeben? Das ist der Ansatz. Dass der einfach ein bisschen dunkler ist als der Rest. So, ja, schon besser. Und ja, einige haben auch geschrieben, ich soll ihn dann umstylen, wenn wir ihn im Haushalt haben. Mache ich dann auch auf jeden Fall. Jetzt gerade mache ich es noch nicht, weil ich könnte es ja inoffiziell jetzt gerade gar nicht. Nee, das habe ich, glaube ich, schon mal geguckt, dass das blöd aussieht. Ne? Oder? So sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber nee, lassen wir. Lassen wir ihn jetzt erstmal so und dann, sobald er dann in unseren Fängen ist, werden wir ihn dann vielleicht auch ein bisschen umstylen. Obwohl, eigentlich finde ich ihn ganz schön süß. Ich würde gerne mal wissen, in was für einer Karriere er jetzt arbeitet, weil irgendwie sieht er so schick aus, wie so ein Bürgermeister. Ja, okay, das habe ich ja schon gelesen. Hello! Oh, oh! Oh nein, ein panisches Pferd. Oh nein, Pferdchen ist alles gut. Okay, wir dürfen in sein Häuschen. Wow, schöne Hütte. Das ist, glaube ich, das Haus, wo Zoe gewohnt hat. Ich meine, es wäre Zoe gewesen. Sie tratschen gleich mal. Sie verstehen sich auf Anhieb. Oh, guckt euch die beiden an. Oh, oh. Ich liebe die zwei jetzt schon, ne? Warte, was ist deren Shipping-Name? Elman oder Sai? Silly? Ich weiß nicht, schreibt mal den Shipping-Namen von den beiden in die Kommentare. Okay, wir werden ihn jetzt einfach ein bisschen, wir machen ihm ein Kompliment übers Haus und wir werden, nee, über Geld sorgen, weil wir jetzt nicht unbedingt, wir werden einfach ein bisschen plaudern und wir fragen ihn mal nach seiner sexuellen Neigung, weil das sollte ja entscheidend für dieses Let's Play sein, für das weitere Let's Play, sagen wir mal so. Dann erzählen wir ihm einfach mal eine Geschichte und fragen ihn, wie attraktiv er uns findet. Es ist ganz normal, das macht man so. Und dann reden wir einfach mal über den Regen. Einfach ein bisschen Smalltalk. Ich muss mir gleich mal die Nase putzen, aber ich habe hier gerade kein Taschentuch. Tut mir wirklich leid. Also falls ihr das nicht mögt, wenn man die Nase hochzieht, I'm sorry. Und dann erzählen wir ihm eine lustige Geschichte, weil wir kennen das ja schon. Da wird das Ganze dann immer noch ein bisschen vorangetrieben. So. Die Neigung von Simon Duong ist unbekannt. Okay. Ich schätze mal, er ist wie. So, und wie attraktiv. Oh, mir ist egal, was die anderen denken. Ich finde dich heiß. Oh, Ellie findet Simon einfach nur atemberaubend. Oh. Und Ellie hat 120 Simoleons Urlaubsgeld bekommen. Yay. Das ist cool. Nein, wir essen jetzt keine Zwiebeln. Wir können jetzt gleich mal irgendwie was kochen oder so. Mal gucken. Ich würde hier was mit ihm essen gehen, aber teuer. Aber wir können aber mit ihm zusammen aufs Sommerfest vielleicht gehen. Das wäre doch was, oder? Also, die verstehen sich auf jeden Fall schon mal prächtig und das ist sehr schön. Und dann erzählen wir ihm noch eine lustige Geschichte. So. Oh, er hält uns schon für lustig, sehr cool. Und dann fragen wir ihn, ob er mit uns eine Gruppe gründen möchte. Und dann werden wir das Sommerfest besuchen. Oh, ich freue mich voll. Endlich kommen wir hier in die Pötte. Es geht endlich vorwärts mit unserer Generation. Hahaha, die zwei. Guckt euch sie an. Er hält sie schon für witzig. Sehr cool. Sie möchte an einem Hotdog-Wettessen teilnehmen. Okay, vielleicht können wir das machen. Und? Hat er Lust? Klar, unternehmen wir was. Ja, cool. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch, wenn es regnet, zum Sommerfest. Oder ist hier drüben auch noch? Ich glaube, hier drüben ist auch noch ein Park, ne? Ja, gehen wir doch mal hier hin und gehen das Grundstück mit der Gruppe besuchen. Es tut mir leid. Kommt, ihr Süßen. Oh, und sie fahren in der großen Zitrone von Simon, wo die beiden sich kennengelernt haben. Dieses Auto müssen wir für immer behalten, weil es hat einfach so einen großen Wert. Oh mein Gott, guck. Jetzt sitzt Ellie vorne. Sie hat die ganze Zeit immer hinten gesessen, weil er sie nur chauffiert hat. Und jetzt sitzt sie vorne an seiner Seite. Mein Herz. Ah, okay, wann seid ihr da? Ein langer Roadtrip zwischen den beiden. I'm sorry. So, und? Ach, guck mal, jetzt sind wir da im Regen. Ein wunderschöner Regentag. Und
Die erste Amtshandlung ist, gemeinsam ein Grußkartenfoto zu machen, damit wir uns immer daran erinnern können. Das erste richtige Date zwischen den beiden, auch wenn sie noch nicht wussten, was sie erwarten wird. Oh. Wir haben schon eins gemacht, ne? Grußkarte, genau. Hä, das sieht aus wie ein Abschlussballfoto. Naja. Okay. Yay, das ist eine tolle Grußkarte. So, und jetzt musst du dich noch mal ein bisschen mit ihm beschäftigen, sonst ist er gleich abgefuckt. Und dann sei nochmal lustig ein bisschen mit ihm. Können wir hier irgendwie so sowas zusammen spielen? Aber wir können eine Wasserschlacht machen. Wasserbombenschlacht veranstalten mit Simon. Oh. Und dann muss sie unbedingt gleich was essen. Also sie hat echt ein bisschen Hunger, aber erstmal die Wasserschlacht. Das geht jetzt erstmal vor. Oh Mann, ich bin glücklich, ne Leute? Ich bin wirklich super glücklich, dass wir endlich so. Hey, warum macht ihr es nicht? Naja, okay, dann geh halt erst was essen. Wahrscheinlich hat sie einfach zu sehr Hunger. Geh schnell etwas futtern. Wir nehmen natürlich das Günstigste. Gucken, was unser Geldbeutel hergibt. Wahrscheinlich eine Portion Pommes oder so. Ein Hamburger kostet 10 Euro. Hot Dogs, Kaffee. Nachos kosten 10. Pommes kosten 8, das ist gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir auch einfach hier die Pommes. Davon wird sie schön satt. Schön satt, sie wird schön satt. Dann iss jetzt mal ein bisschen schneller, damit wir ihr in diesem Part noch was erreichen können und nicht nur Pommes essen. Und dann möchte ich gerne gleich mit ihm eine Wasserbombenschlacht machen. Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt nicht machen konnten eben. So, sie hat aufgegessen. Perfekt. So, Simon. Ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass er Simon heißt. Nicht mehr Simon. Ach, ich habe die Blumen ganz vergessen. Oh, jetzt geht's los. Oh. Ihr merkt vielleicht schon, dass mein Herz einfach gerade aufgeht. Es ist einfach voll schön, den Beginn einer Love Story mitzuerleben. Oh. Ich hoffe, sie werden sich richtig schön anfreunden. Und wir spulen jetzt noch mal ein bisschen vor, bis die zwei fertig mit ihrem lustigen. Oh, Simon, das war ein bisschen doll. Aber ich bin wirklich überrascht, dass die zwei sich wirklich so auf Anhieb super verstehen. Und ich bin so gespannt, was das für Kinder geben wird. Die zwei sind einfach beide so knuffelig und haben beide so schöne Gesichter und ich glaube, das werden ganz, ganz süße Kinder. Ich hoffe nur, dass sie nicht die Nase von Simon bekommen, weil die Nase ist relativ groß. Also die ist so knubbelig. Nicht, dass knubbelige Nasen schlimm wären, aber manchmal sind die Nasen sehr dominant und dann haben wir eine ganze Generation mit knubbeligen Nasen. So, vielleicht solltet ihr jetzt nochmal was anderes machen, außer die Wasserschlacht. Seid nochmal ein bisschen lustig zusammen. Das hat irgendwie gar nichts an der. An der Beziehung gemacht, aber naja. Da habt ihr gesehen. Er hat den Regen aufgesaugt. Süß. Ich bin jetzt noch ein bisschen lustig mit ihm und dann werde ich das erste Mal versuchen, ihn anzumachen. Ich hoffe, es wird nicht unangenehm. Richtig wie so ein Kameramann, ne? Ich verfolge so jeden Zentimeter, den die machen. Ha, 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 ha. Bitte. Yes! Ja! Oh mein Gott! Oh Leute! Oh, okay, flirte sie ihn an. Wir gehen direkt aufs Ganze hier. Wir machen ihm ein Kompliment über seinen Charakter. Wir machen ihm ein Kompliment über sein Aussehen. Ich meine. Go big or go home. Das ist mein Motto, ne? Wenn ihr das noch nicht wusstet. Beim ersten Date gehen wir gleich richtig ran hier. Oh. Wo haben wir? Oh. Ich habe gerade an Spotify gezahlt. Habe ich gerade die Benachrichtigung bekommen. Wow. Okay, er hält sich schon für sehr verführerisch. Dann, was tun wir? Wir halten mal sein Händchen.
Oh, guck mal, wie böse sie guckt. Ellie! Oder guckt sie unsicher? Was ist mit deiner Lippe? Habt ihr es gesehen? Oh. I'm in love. I'm in love with the Simon. I'm in love with the Simon. Okay, guck ihm mal tief in die Augen. Oh. Ich bin gerade einfach auch im siebten Himmel, wirklich. Das macht mich so glücklich. Dann umarm jetzt mal verliebt. Oh, sieht ganz aus, als würden Ellie und Simon miteinander anbinden. Hoffentlich haben sie eine schöne Verabredung. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch wirklich sehr, meine lieben Leute. Okay, dann weiß ich nicht. Ich mache ihm nochmal ein Kompliment über seinen Charakter und massiere ihn vielleicht. Ich weiß ja nicht. Und dann sagen wir ihnen einfach, dass wir ihn sehr mögen. Machen wir einfach. Wie gesagt, go big or go home. Was anderes gibt es hier nicht. Ich weiß nicht, ob wir schon einen überschwänglichen Kuss versuchen sollen. Das ist, glaube ich, ein bisschen too big for me. Dann schauen wir in den wunderschönen Regenhimmel. Langweilig, langweilig. Dann flirten wir einfach nochmal eine Runde. Oh, wir haben schon ganz zu spät, aber naja, macht ja nichts. Hast du ein Cutie, ne? Er soll mal in seine Alltagskleidung wechseln. Diese Kleidung hier sieht einfach komisch aus. Aber das werden wir ja ändern. Oh, sie haben romantisches Interesse. Yay! Oh Gottchen, oh Gottchen. Wir werden uns an diesen Tag zurückerinnern. Ich sag's euch, Leute. Oh. Oh, wow. Oh. Oh. Dann streichen wir jetzt nochmal seine Wange und umarmen ihn ein wenig und ich weiß, sie springen in seine Arme, weil wir einfach so glücklich sind, dass er da ist und machen davon natürlich ein Foto, weil das einfach das absolut Süßeste ist, was auf dieser Welt existiert. Okay, wir machen es jetzt einfach. Ich hoffe, er wird uns nicht hauen. Oh mein Gott, ich glaube, er tut uns weg, oder? Warte. Yay! Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, mein Herz. Leute, ich kann gerade weinen. Das ist einfach so süß. Es ist so süß. Okay. Schmust einfach rum. Lasst eurer Liebe freien Lauf. Ich weiß, das ist gerade so ein bisschen Insta-Love, aber ich brauchte das und Ellie brauchte das. Und die sind einfach füreinander geschaffen. Es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Ich meine, Simon hat sie ein bisschen gestalkt, aber es war Liebe auf den ersten Blick. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Okay, umarm ihn nochmal. Und keine Ahnung. Nach Hause wollen wir ihn definitiv nicht einladen. Wir müssen jetzt nochmal ein bisschen freundlich zu ihm sein, damit wir ein bisschen besser mit ihm befreundet sind. Weil es kann nicht sein, dass wir nur so befreundet sind. Nach Showfragen. Aha. Dann verrate ich mal ein Geheimnis von dir. Und keine Ahnung. Tratsch mit ihm? Das war doch mal erfolgreich. Meine Lieblingsmusik ist so. Du glaubst es nicht. Luke Schwupp hat einen neuen Job. Wow! Das gebe ich ja gar nicht. Dann können wir ihm ein Geschenk geben? Eine Zwiebel. Ach, guck mal, jetzt kommt er auch aus sich heraus und redet mit ihr. Wow. Dann sind wir vielleicht nochmal ein bisschen lustig. Weil das treibt das Ganze ja immer noch ein bisschen nach vorn. La 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 la. Ich bin so glücklich. Obwohl es geregnet hat, war das so ein erfolgreicher Tag. Mann, diese Challenge läuft wie am Schnürchen. Eigentlich kann jetzt nichts mehr schief gehen. Erzähl ihm noch eine lustige Geschichte, damit wir ihm danach einen Witz erzählen können. So, jetzt ist nämlich. Findet er sie witzig und dann können wir einen Witz erzählen und können ein bisschen... Simon! Ich habe die Zeit mit dir wirklich sehr genossen, danke.
Die Verabredung hätte kaum besser laufen können. Ihr habt euch tief in die Augen gesehen und die Welt um euch herum völlig vergessen. Nein. Oh mein Gott. Ist sie jetzt schon da reingegangen und hat 50 Simoleons bezahlt? Oh mein Gott, ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben. Naja, okay, egal. Es war so ein wundervoller Tag, da darf sie sich jetzt auch das Gesicht bemalen lassen. Leute, was war das für ein erfolgreicher Part? Wow. Na toll. Und jetzt macht sie sich erstmal in die Hose. Aber davon machen wir natürlich ein Bild. Also nicht, wie sie sich in die Hose macht, sondern wie sie sich darüber freut. Hat sich natürlich auch das Hässlichste rausgesucht. Okay, geh schnell nach Hause. Ja, es tut mir sehr leid für dich. Ja, geh schnell nach Hause, du Zuckerschnute. Und lass dich in dein Bett fallen und genieße einfach nur deinen tollen Tag. Also das war ja mal wirklich... Ich bin geflasht. Ich hoffe, ihr seid auch geflasht. Das war so wundervoll. Ich hoffe, sie werden schnell wieder auf ein neues Date gehen. Wahrscheinlich schon im nächsten Part. Weil... Ellie kann einfach nicht mehr ohne Simon. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich werde ihn jetzt an dieser Stelle beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir überfahren noch ein Kind mit dem Fahrrad. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao!